So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung. Der Tag bzw. die Woche begann ja relativ zielstrebend nach der Wochenendanalyse. Der DAX war am Wochenende das Thema und sollte hier drei Korrekturmarken abarbeiten. Die erste, wie man hier sieht, wurde nur die Oberkante erreicht, leider eben nicht ganz die der EMA 200 bzw. auch nicht der EMA 10. Und dann startete da am Schluss schon eine Aufwärtsbewegung und mit der Erholung an der Wall Street könnte hier jetzt der DAX auch nochmal die 10.370 erreichen, allerdings eben auch unter dieser Marke. Kann noch eine weitere Abwärtsbewegung folgen, denn in dieser Woche stehen nicht nur die Apple-Zahlen an, sondern auch die US-Notenbank-Sitzung und allerlei US-Konjunkturdaten. Also ist hier Vorsicht geboten, aber zunächst hat hier das mit dem Rückgang auf jeden Fall gestimmt und nicht weitere Kursanstiege. Im DAX Future wurde auch noch nicht der EMA 38 angelaufen und ebenfalls nicht die beiden Kursbereiche. Soweit, so gut erstmal. Die Amazon-Aktie liegt noch über dem Aufwärtstrend, also kann hier noch eine Erholung Richtung Gap-Kante erfolgen. Vertex, ja, hat heute auch eher negativ reagiert. Hier warte ich noch auf einen Rückfall unter die 70-Dollar-Marke im besten Fall. Bei den Rohstoff-Gold- oder Goldminenaktien hat sich heute nicht viel getan. Was hat hier Barrick gemacht? Eigentlich eher auch nichts Besonderes. Goldcorp hält noch den Aufwärtstrend, aber auch leicht nachgebend. Die Ashanti war auch leicht negativ. Ach, hier habe ich noch die Newmont Mining. Auch negativ. Also auch hier passt erstmal, dass hier eine Korrektur möglich ist. Der Goldpreis liegt heute knapp im Plus. Silber unverändert. Da brauchen wir heute nicht drauf schauen. Dann habe ich ja heute schon mehrere Forex-Setups veröffentlicht, ein paar Updates, ein paar neue. Und da muss ich mal selber sagen, ich habe das ja eher, komme eben nicht aus dem Währungsbereich, sondern aus dem Aktien- und Indizes. Und hier gab es eben jetzt zuletzt auch wunderschöne Treffer, Euro gegen Pfund. Mehr oder weniger auch hier das Kursziel abgearbeitet. Aber ich verschweige natürlich auch nicht, hier war eben das Thema, dass hier womöglich schon bei 0,785 zu Ende ist. Wir haben hier nur den Stopp nach unten gesetzt und weiter gehofft, dass es hier Richtung Rainbow-Unterkante läuft. Also kann man hier die Analyse ja nahezu als perfekt dann ansehen. Was wirklich dann perfekt lief, ohne Wenn und Aber, war hier Pfund gegen Yen. Diese 7 Pips, es war ja auch nur ungefähr angezeigt, da würden erreicht das Kursziel und wurde durchgehend damit abgearbeitet, ohne in die Verlustzone zu kommen. Hier, das hat hier ein bisschen länger gedauert. Ja. Mal gab es hier kurze Ausreißer nach oben und heute dann per Tagesschluss definitiv über die Marke. Hier ist schon eine Stoppanhebung auf dieses Level erfolgt. Kann ich diesen auch kurz speichern. Dann eben, wie gesagt, nur das ist ein kurzer Überblick, was eben zuletzt passiert ist. Da war eben auch ein Euro-US-Dollar im Plus und natürlich das australische US-Dollar-Setup dafür natürlich mit dem Monstersignal nicht
fehlen als kurze Überschau. Und des Weiteren gibt es hier noch das US-Dollar gegen polnische Zloty. Liegt auch weit im Plus und das Risiko kann man auch hier, beziehungsweise wird auch angegeben, hier auf dieses Level zu senken. Jetzt kommen wir zu den DAX-Aktien. Hier gab es letzte Woche die Ausbrüche und jetzt folgen eben die Rückläufe. Eine Linde, eben die Dürr, die Salzgitter, da kamen nachbörslich Zahlen raus, da dürfte die Aktie jetzt schon auf dieses Niveau wieder zurückgefallen sein. Ja. Also hat leider nicht das Short-Level erreicht, ist davor zurückgefallen, da darf man morgen mal noch mit Spannung schauen, wohin sich der Aktienkurs dann bewegt. Aber höchstwahrscheinlich waren hier schon wieder ein paar Insider unterwegs und haben von dem Ergebnis gewusst. Denn hier könnte oder war eine schöne Aufwärtsbewegung noch bis zur Wochenwiderstand möglich. Hier Deutsche Telekom, ja, gab es den Rücklauf nahezu am Tag, Tagestief punktgenau gedreht, leicht untergeschossen. Das darf einen aber nicht stören. Tagesschluss über diese Marke, also von der Deutschen Telekom und von der Linde Aktie wäre jetzt eben auch ein direkter DAX-Anstieg, also war hier ins Korrekturlevel eben möglich. Schaut man noch da das andere Schwergewicht an Bayer. Da wollte ich ja hier nochmal, also hier lief das Setup, sollte eigentlich nicht überschießen, sondern eben davor schon drehen. Und jetzt war eben maximal bis 1,0690, 1,0650 Rücklauf möglich. Hier fehlt noch was oder hier dürfte noch was fehlen. Also die Woche bleibt spannend. Ganz klare Richtung ist nicht erkennbar, aber es wurden ja auch schon einige Treffer erfüllt. Das soll es eigentlich fast schon die Woche da. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend und bis morgen früh.